Weihnachtsmann oder Nikolaus? Seit Wochen finden wir die Nikoläuse oder die Weihnachtsmänner in den Regalen unserer Geschäfte. Weihnachtsmann oder Nikolaus? Natürlich der heilige Bischof Nikolaus. Wahrscheinlich die beliebteste, die bekannteste Gestalt der Adventszeit. Bekannt und beliebt nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen. Aber was macht ihn so bekannt und beliebt? Wir wissen nicht viel, ja eigentlich fast gar nichts Historisches aus dem Leben des heiligen Bischof Nikolaus von Myra. Umso mehr wissen wir aber durch die Legenden, die uns berichtet und überliefert werden. Sie schildern uns einen Kirchenmann, einen Bischof, der ganz nah bei den Menschen war, der die Menschen gekannt hat, der die Menschen besucht hat, der die Menschen beschenkt hat. Und damit zeigte er den Menschen einen Gott, der ganz nah bei den Menschen ist. Der heilige Nikolaus, er begleitet uns in dieser Adventszeit und er führt uns hin zu einem Gott, der uns nahe kommt. Ein Gott, der in unsere Welt kommt. Ein Gott, der uns besuchen will, der unser Leben bereichern will. In dem Evangelium des zweiten Adventssonntags werden wir aufgerufen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, das Himmelreich kommt uns nahe. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann dürfen wir es entdecken, dann können wir es entdecken und es wird unser Leben bereichern. Natürlich Nikolaus, der Bischof von Myra, der die Kinder, der die Menschen beschenkt, er weist uns hin auf Christus, der unser Leben beschenkt.